So eingeengt konnte man sich nicht vorstellen, sein Leben zu beenden, wenn man hinter Mauern mehrere, viele Jahre, wie es nachher war, verbringt. Ich konnte mir auch nicht vorstellen, nie im Leben Paris gesehen zu haben. Sollte also von der Brunnenstraße in Berlin-Mitte ein Tunnel gebaut werden, der zur Westseite der Bernauer Straße rauskam. Als wir an das Haus Brunnenstraße 45 gelangten, kam uns ein leichenblasser Kurier entgegen und sagte, der Tunnel funktioniert nicht, der ist nicht benutzbar, er könnte verraten worden sein. Später hieß es sogar, man hätte Militärstiefel über sich gesehen beim Aufbrechen. Was wir über den Tunnel heute wissen, haben wir später aus unseren Stasi-Akten erfahren. Der Tunnel war von Anfang an verraten. Hohenschönhausen als Untersuchungshaftanstalt der Stasi war ein Terrorgefängnis. Man wurde kaum wie ein Mensch angesehen. Wir waren Staatsfeinde, wurden also teilweise schlecht behandelt, angebrüllt als Feinde dieses Staates und in lange, lange Isoliereinzelhaft und ganz fürchterliche Vernehmungen, die mir heute noch also nachgehen. Mein Vater und meine Mutter waren total gebrochen. Die wollten nie wieder illegal etwas versuchen. Ich versuchte es kurz entschlossen dann noch ein zweites Mal mit einem Pass über Bulgarien. Auch das ging schief und ich bin schließlich 1968 durch die Bundesregierung freigekauft worden. Wie ich später erfuhr, hat die Bundesregierung für mich 100.000 D-Mark gezahlt und außerdem wurde ich noch gegen einen DDR-Spion ausgetauscht. Ich habe also für den Weg von Ost-Berlin nach West-Berlin, sprich von heute Berlin-Mitte nach Berlin-Süd, 3 Jahre gebraucht. Ich konnte alles tun, was ich in der DDR nicht konnte. Ich konnte reisen, so viel ich wollte. Ich konnte lesen, was ich wollte. Ich konnte sprechen, was ich wollte. Und ich konnte frei atmen.